willkommen zu Daffin im Wunderland Kanal. Und heute möchte ich mit Daffin die Schnecken euch erklären. Und wir sind jetzt hier gerade in unserem Vorgarten. Und hier sind 9 verschiedene Schnecken. Guck mal, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind 30 Sekunden von der Kamera. Daffin, wir haben was ganz Tolles in unserem Garten gefunden. Guck mal, hier ist eine Schnecke, die für ihre Babys ein kleines Loch macht, damit die Babys dort in Ruhe wachsen können. So, wir haben hier jetzt 2 verschiedene Nacktschneckenarten, Daffin. Einmal siehst du hier die schwarzen Nacktschnecken und die normalen Nacktschnecken, also die rote Wegschnecke oder auch Nacktschnecke genannt. Die schwarzen Schnecken nennt man große Wegschnecke oder auch schwarze Wegschnecke. Und die kann bis 10 bis 13 cm lang werden. Und die ist in Nordeuropa überall verbreitet. So, Daffin, jetzt gehen wir in den Wald, weil das sind viele verschiedene Schnecken. Aber da noch ein. Das hast du nicht gemacht, nicht Foto gemacht, Papa. Daffin, es gibt auch Schnecken, die nicht Pflanzen essen, sondern auch andere Regenwürmer oder auch Schnecken. Und zwar ist es die Tigerschnecke, die halt ein Muster wie eine Tiger hat. Daffin, guck mal, hier haben wir 3 verschiedene Schneckenarten. Einmal eine Weinbergschnecke, eine Hainbänderschnecke und eine Schärfehornschnecke. Und die sind hier gerade alle am Essen. Essen ja eine Erdbeere, einen Apfel und eine Gurke. Guck mal, das sind 3 verschiedene Schneckenarten. Einmal die Weinbergschnecke halt, die Hainbänderschnecke und die Schnitthornschnecke. Und leider ist die Weinbergschnecke vom Aussterben bedroht, weil zu viele Menschen sie halt essen oder auch töten, weil die Weinbergschnecke schmeckt wahrscheinlich lecker und deswegen essen die Menschen die Weinbergschnecke. Und es ist zurzeit in Deutschland verboten, dass man Weinbergschnecken isst. Und ja, und hier haben wir auch eine Baby-Weinbergschnecke. Hier seht ihr sie. Und eine mittlere Weinbergschnecke, also eine junge Weinbergschnecke. Und hier sind die 3 verschiedenen Schneckenarten. Daffin, guck mal, hier ist eine Weinbergschnecke, die gerade sich versteckt. Und ich muss noch was ganz Tolles erzählen, denn die Weinbergschnecke hat ja so ein großes Gehäuse. Und wie ihr seht, ist es ja so hier ein Kringel. Und diese Spitze hier, diese kleine Spitze, war das erste Haus der Weinbergschnecke. Und die ist dann immer weiter gewachsen, bis sie komplett reif war. Und die Weinbergschnecke, also das Haus der Weinbergschnecke, auch bei den anderen Schnecken, wächst immer durch Kalk.
Und so wächst halt die Schnecke, also so wächst halt das Schneckenhaus, bis es vollständig groß ist. Hier habe ich was ganz Besonderes gefunden. Und zwar ein ganz, ganz alter Baum, wo etwas ganz Besonderes drin ist. Und zwar sind hier viele verschiedene Schnecken. Hier haben wir eine Hainbänderschnecke mit einem roten Gehäuse. Und hier hinten sind viele Nacktschnecken. Und die Nacktschnecken nennt man auch eigentlich rote Wegschnecke. Aber weil Nacktschnecke lustiger klingt, sagen wir zu den Nacktschnecken. Und hier haben wir auch eine Nacktschnecke mit Punkten oder auch schwarze Streifen. Hier seht ihr sie, die sind zwei. Und es gibt auch noch eine schwarze, große Wegschnecke. Aber die haben wir noch nicht gefunden, die müssen wir noch suchen. Und hier unten sind auch noch Nacktschnecken, auch mit schwarzen Streifen. Und um den Baum herum haben wir noch etwas gefunden. Und zwar eine Hainbänderschnecke als Baby. Hier seht ihr sie noch ganz klein. Und hier oben ist wahrscheinlich die Mama. Hier. Hat doch Ähnlichkeit, ne? Die macht auch Kaka, guck. Die macht auch Kaka. Na, 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 na. Papa, alles schon da, oder?